Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir die zweite Nebenquest hier begonnen und da ist zum Beispiel auch unter anderem die Anna mit dabei, die noch nicht uns gehört, sondern noch den anderen Truppen quasi. Aber vielleicht können wir es ja in dem Part schaffen, sie mit Chrom anzusprechen, wenn das wieder funktioniert, dass sie sich dann uns anschließen wird. Das wäre auf jeden Fall ziemlich dufte. Und ich habe mir auch schon wieder mal überlegt, wie ich jetzt diesen nächsten Zug dann spielen will. Der ist jetzt ein ganz minimales bisschen riskant, aber dafür auch sehr lohnenswert und das wird schon hinhauen, was ich jetzt vorhabe. Wir sind ja eigentlich gerade in einer sehr komfortablen Situation. Ich muss also eigentlich gar keine Risiken eingehen momentan. Ich will aber Risiken eingehen, weil ich jetzt nämlich halt schnell zu Anna hinkommen will und auch zu dem Dorf da, weil ich ja dann auch irgendwie tolle Sachen machen kann bei dem Dorf. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne folgendermaßen machen, dass ich nämlich erstmal mit Chrom hier hingehe, dann wechsle zu Sumia und den Typen hier erstmal schön ausnocke. Der macht mir auch nur 2 Schaden, weil Sumia eine verdammt hohe Resistenz hat, deswegen das ist ziemlich cool. Sie wird dann eben hier rumstehen mit halt noch 21 KP vielleicht, aber der trifft ja auch nur zu 39%. Und wenn sie dann hier steht, dann kann sie hier von dem hier und von dem hier angegriffen werden. Von den Bogenschützen zwar auch noch, aber die kill ich auch noch dann gleich. Also beide Bogenschützen werden in der Runde sterben von mir auf jeden Fall. Das kriege ich locker hin, das ist kein Problem. Aber Sumia kann dann eben von den beiden hier angegriffen werden. Und wenn beide von diesen Typen treffen, wird Sumia sogar sterben. Und das ist eben dieses Risiko, das ich hier eingehe. Ich hoffe nämlich einfach, wenn ich Sumia hier hinstelle, dass sie dann die Angriffe von diesen beiden hier überleben wird, indem nämlich entweder halt Chrom mir hilft oder indem die halt einfach nicht treffen. Was aber schon ziemlich wahrscheinlich ist, weil ich meine, der hier, der hat gerade nur mit 39% oder sowas getroffen und der hat eine Treffergenauigkeit von 95 und die anderen haben sogar noch mal ein bisschen weniger mit 91 und beide müssten treffen, damit Sumia stirbt. Sie kann auch hier von keinem anderen Gegner angegriffen werden. Und das meine ich eben damit, dass es halt ein bisschen riskant ist, weil wenn die beide treffen würden und wenn beide zu ihren dann 35% oder sowas, keine Ahnung, dann treffen, dann habe ich halt Sumia verloren, das ist dann nicht so cool, aber das wird nicht passieren und ich will ganz gerne, dass Sumia vorne steht, dass ich mich dann hier schön weit bewegen kann und deswegen werde ich das jetzt auch so tun. Ja, nicht hier hingehen, sondern hier hingehen, so, wechseln und Sumia darf den mit der Eisenlanze schön fertig machen, den Typen hier, so. Ja, er darf angreifen, trifft aber eh nicht, alles klar, sehr schön. So, ob der jetzt getroffen hätte oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal, weil die 2 Schaden machen nicht wirklich viel aus, aber die anderen beiden müssen dann eben auch nicht treffen, aber das werden wir schon hinkriegen. So, und die Bogenschützen kriegen wir auf jeden Fall auch locker klein. So, und das, genau, heilen will ich in der Runde übrigens auch, und zwar am besten heile ich dann den Stahl, würde ich sagen. Das mache ich, glaube ich, auch sofort, weil ich nämlich den Bogenschützen hier ganz gerne mit Sully angreifen wollen würde. Also den Bogenschützen will ich mit Sully und mit Lorne zutöten. Und den da will ich mit Rick, Muriel und Donald dann töten. Auch wieder, dass Donald den letzten Schlag hat. Und wieder Erfahrungspunkte geschenkt bekommt eben. Und Mary Bell soll eben in der Runde heilen. Und da ich aber dann gleich zu Sully wechsle, werde ich dann jetzt sofort mal heilen. Ja, vielleicht wäre es klüger gewesen, Chrom zu heilen. Gerade jetzt am Anfang, muss ich zugeben, das wäre vielleicht besser gewesen. Weil Chrom ja sehr weit vorne ist mit Sumia. Und deswegen da einige Risiken eingehen muss. Aber dennoch, das passt schon. Ich benutze die Heilung halt ja weniger als die Pflege, glaube ich, genau. Aber die reicht hier auch aus, deswegen benutze ich dann eher die. Alles klar. So, sehr schön, wieder einige Erfahrungspunkte, auch für Mary Bell, einfach nur fürs Heilen. So, dann Stahl geht eben hier hin und wechselt zu Sully. Und sie kann sogar jetzt mal mit dem Schwert auch angreifen, weil sie hat ja bisher bei der Lanze ein bisschen mehr. Bei der Lanze ist sie, glaube ich, schon bei C, bei Schwert haben wir erst auf B. Deswegen, sie soll mit dem Schwert angreifen und ein Bronzenschwert reicht sogar aus, bin ich mir relativ sicher. Das macht dann 9 Schaden und wenn dann nämlich Lorne Zu noch hinterher haut, dann macht er nämlich 20 Schaden sogar. Deswegen, ja, es reicht sogar das Bronzenschwert von ihr aus und deswegen benutze ich das auch. Bronzenschwert und draufhauen. Ja, und Stahl hilft nicht, aber ist in Ordnung, weil Lorne Zu trifft den ja zu 100% und würde ihn auch zu 100% umbringen können, den Kollegen hier mit dem Eisenschwert. Nicht mit dem Schnitt, das wäre verschwendet. Eisenschwert und bitte töten. Ja, und ja! You're no warrior. Sehr schön. Und Level Up für Lorne Zu, Level 6 sogar schon, aber nicht gerade ein tolles. Naja, was wir mal tun. So, da ist noch den Bogenschützen hier. Da habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht sogar Muriel und Ricken kombinieren wollen würde. Das wäre nämlich auch ganz cool, weil die sich halt gegenseitig Magie geben. Was gibt denn Ricken? Dann Muriel, auch sehr viel Magie und Fähigkeit und noch Glück auf jeden Fall. Und vor allem natürlich die Magie, die sie sich gegenseitig pushen. Das wäre ziemlich cool. Wenn ich nämlich mit Muriel den hier, oder die halt hier kombiniere, hat er eine Magie von +5. Momentan macht er dem Bogenschützen 12 Schaden, sprich danach dann 17.
Und Donnel, wenn der dann noch draufhaut, macht er nochmal 11 Schaden hinterher. Das reicht dann aus, um ihn zu töten. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und genauso werde ich das, glaube ich, auch machen. Weil hier Miriel und Ricken zu kombinieren, ist, glaube ich, echt eine gute Idee, weil die halt beide Magier sind. Also ist mir schon häufig aufgefallen, dass es sich häufig rentiert, wenn man ähnliche Einheiten miteinander kombiniert. Zwar auch nicht unbedingt immer, aber meistens ist es ganz gut. Zum Beispiel hier mit Stahl und Sully. Das ist auch ganz gut, weil die sich eben gegenseitig Angriff und Verteidigung geben. Und Miriel und Ricken geben sich halt gegenseitig Magie. Und die sind beide Magier, deswegen ist es sehr sinnvoll, finde ich. So, machen wir so. Genau, kombinieren. Dann, du gehst hier hin, oder wir gehen da hin am besten. Ja, hier ist noch das Glitzer-Ding, sie. Das will ich mir eigentlich auch am liebsten mit Donnel vielleicht holen, falls es auch Erfahrungspunkte sind oder so. Deswegen packe ich da mal Donnel hier nach oben und dann eben Ricken und Miriel hier hin. Ja, passt schon. 17% eben, 95% trifft er nur, aber das wird ja hoffentlich passen. Einen kritischen können wir sogar auch hinlegen und Miriel könnte mit angreifen, was jetzt natürlich nicht ganz so toll wäre dann. Will ich das jetzt wieder machen, dass ich jetzt die Items hin und her tausche? Dass ich Miriel quasi... Ja gut, aber Miriel hat leider drei Waffen gleich. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist, wenn ich ihr jetzt das Feuer wegnehme. Quasi, ob sie dann nicht mehr angreifen wird, weil das Feuer ja jetzt ausgerüstet war. Oder ob dann automatisch sie zu einem anderen Item als ausgerüstet switchen wird. Das würde ich sogar auch mal ganz gerne testen. Es ist ja so, wenn ich jetzt mich hier hinbewege und wenn ich jetzt die Items tausche, dann darf ich danach noch angreifen. Ne? Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, ich darf danach noch angreifen. Und selbst wenn ich jetzt einen Fehler machen sollte und der Bogenschütze bleibt noch am Leben, ist es nicht so schlimm, weil der kann ja keine meiner Einheiten wirklich sehr effektiv treffen, glaube ich. Ja gut, ein paar, ja gut, vielleicht den Ricken so irgendwie. Aber das kriegen wir schon hin. Ich will das mal kurz austesten, wie das jetzt genau funktioniert. Ich möchte ganz gerne mal tauschen. Mit Miriel natürlich, ja. Ich möchte ihr das Feuer wegnehmen. Und jetzt ist kein A mehr bei ihr. Deswegen jetzt momentan hat sie keine Waffe ausgerüstet. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. So. Jetzt, ich darf aber noch angreifen. Mit Ricken. Genau. Habe jetzt auch das Feuer eben. Ich würde sogar zu 100% treffen. Aber ich nehme mal trotzdem... Ja, ich habe sogar das Feuer noch häufiger als den Donner. Nehme ich sogar mal das Feuer, würde ich sagen. Weil Donner hat ja 11 Schaden gerade eben gemacht. Und jetzt kann Miriel... Ich meine, Miriel, da stehen zwar immer noch 24%. Aber sie kann doch jetzt nicht mehr angreifen, weil sie jetzt kein Item oder halt keine Waffe mehr ausgerüstet hat, oder? Ich meine eigentlich schon, ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, dass das jetzt vielleicht so funktionieren dürfte, weil ich will ja Donner die Erfahrungspunkte schenken. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Jetzt mal gucken, jetzt bin ich gespannt. Ja, sie hat jetzt aber den Donner in der Hand, oder? Greift sie an? Ja, sie greift nicht an, aber sie hatte, glaube ich, den Donner in der Hand. Es ist jetzt meine Frage, hätte jetzt Miriel... Ah, okay, ja, jetzt hat sie den Donner wieder ausgesucht. Okay, alles klar. Also selbst wenn ich Items hin und her switche, dann sind die meine eigenen Einheiten klug genug, um dann halt irgendeine andere Waffe, vielleicht die, die am weitesten oben ist oder so, dann automatisch auszurüsten. Ich hätte also Miriel alle ihre Waffen wegnehmen müssen. Sprich, ich hätte den Donner ihr auch noch wegnehmen müssen. Denn den Elfenwind, den kann... Nee, doch, den Elfenwind kann sie ja sogar auch schon ausrüsten. Okay, ja, ich hätte ihr alles wegnehmen müssen. Und dafür hatte ich gar nicht genügend Platz. Ich hätte vielleicht dann ein Elixier geben können oder so. Und das dann so blöd hin und her switchen, aber das wäre auch jetzt irgendwie eklig gewesen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall wieder was gelernt. Ich kann auf jeden Fall tauschen und dann noch angreifen, das geht. Und wenn ich nicht will, dass mein Partner mit angreift, muss ich ihm alle seine Waffen wegnehmen. Nicht nur die, die er gerade ausgerüstet hat. Alles klar. So, jetzt Donnel. Er geht hier hin und greift zu 99% an, wird ihn töten. Und das machen wir jetzt bitte. Yeah! Hui! Und viele Erfahrungspunkte. Cool. So, Gegner dürfen. So, es greift wieder mal Anna an. 59%. Und zum ersten Mal hat jetzt, glaube ich, einen Gegner getroffen, die gute Anna. Ja, aber die muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, sogar. Sie hat ja auch dafür ein Heilmittel dabei, dass sie sogar um 20 KP heilen kann. Aber dennoch. Ja, die greifen auch alle aus der Ferne an. Die steht jetzt auch nicht mehr im Wald, die Anna, glaube ich, ne? Deswegen treffen die jetzt ein bisschen wahrscheinlicher. Ja, jetzt kann sie mal ausweichen, sehr gut. Aber ich will nicht, dass sie stirbt, natürlich. Und, okay, die Gegner beachten mich alle gar nicht. Die gehen alle nur auf Anna. Was zum Teufel? Will die nicht mal eine Heilung benutzen, die blöde Kuh? Die kratzt doch gleich ab. Okay, aber ich glaube, jetzt steht sie wieder im Wald. Ja! Also, die nächste Runde wird sie wahrscheinlich auch noch aus... Steht sie im Wald überhaupt? Warte mal. Sie... Ah, nee, steht sie nicht... Oh Mann, ist sie blöd. Warum geht die nicht in den Wald rein? Fuck, ey. Ja, in der nächsten Runde können die jetzt abkratzen. Das ist ja auch eklig. Das ist ja richtig eklig. Ja, ich muss mir jetzt echt beeilen. Und dann ist eben schnell mit Sumia hier nach vorne preschen, weil offenbar sind die Gegner ja wirklich so, was ist so blöd, in Anführungszeichen, und greifen halt mich nie an, sondern gehen nur immer auf Anna. Aber ich darf eigentlich Sumia nicht so weit nach vorne schicken, weil hier halt auch Bogenschützen sind, ne? Das ist ja richtig eklig. Ja, muss ich dann halt zu Kromdorf wieder wechseln. Das ist ja richtig eklig. Was zum Teufel? Ja, okay.
Ich muss mich jetzt echt beeilen, weil ich will auf jeden Fall die gute Anna retten. Und ich weiß aber nicht, ob ich das rechtzeitig schaffen kann, um zu gehen, weil die hat halt nur noch 18 KP. Und sie steht eben wieder nicht im Wald. Das ist ein bisschen blöd. Was haben die für Fähigkeiten eigentlich? Ja, hier im Schloss. Ja, genau, haben wir uns schon angeschaut. Schlossknacker und Bewegung plus 1, richtig. Von wie vielen Gegnern? Von dem kann sie sogar jetzt Autanort gleich angegriffen werden. Von dem hier, dann vom Bogenschützen, von dem Bogenschützen, von dem Magier. Erstmal von 4 Leuten kann jetzt dann gleich angegriffen werden. Und wenn 2 von denen treffen, so ziemlich, dann war es das. Weil die hat ja. Was hat die für Verteidigung von 8? Ja, gute Resistenz war 10. Der Magier macht ja also nur 5 Schaden. Der wäre kein so großes Problem. Aber die Bogenschützen machen ihr halt 9 Schaden. Beide. Und der macht sogar noch mehr. Der Kollege. Deswegen, wenn sie von 2 von den stärkeren Gegnern getroffen wird, dann war es das für Anna. Das ist ja doof. Ja, ich hoffe mal, dass sie in der nächsten Runde noch am Leben sein wird. Das wäre sonst blöd. Ich muss auf jeden Fall weit nach vorne gehen mit denen hier. Wäre es vielleicht, ich meine, Sally hat doch gerade den Langspeer, ja. Wäre es vielleicht ganz klug, den Langspeer Sumia zu geben, dass sie dann hier den Typen angreifen kann? Ja, wäre es eigentlich nicht, weil ich will ja Sumia nicht vorne stehen haben, weil ansonsten der Bogenschütze herkommen könnte. Die Gegner gehen zwar alle wie verrückt auf Anna, aber ich glaube, wenn ich in ihrer Reichweite stehen würde und die könnten mich mit einem Schlag killen, wären die Gegner schon klug genug, um dann auf Sumia zu gehen und nicht auf Anna dann. Also ich glaube, so blöd sind die jetzt auch wieder nicht. Und deswegen, ich muss dann eigentlich Chrome nach vorne packen, was aber auch doof ist. Ich würde schon gerne eher Sumia gerne vorne haben, weil sie eben auch weiter laufen kann. Weil ich komme jetzt nämlich wieder nicht wirklich nah genug an Anna ran, dann in der nächsten Runde. Weil hier halt auch überall der blöde Wald im Weg ist. Eieiei, das ist echt eklig. Also da, die zu retten, ist echt nicht easy, finde ich. Ja, ich muss dann gleich einfach hoffen, dass die jetzt nicht so häufig treffen werden, die Gegner. Ich habe keine wirklich andere Wahl. Das Glitzerding. Ja, will vielleicht sogar eher hier hingehen, um mir das Glitzerding noch zu holen. Oder will ich mir das für jemand anderen aufheben? Ich meine, das kann ich mir sogar eigentlich noch aufheben, weil hier in die Mitte des Schlachtfelds werde ich auch noch häufiger hinkommen. Vor allem, weil da unten sind ja auch noch Gegner, die ich noch besiegen muss. Deswegen, das ist eigentlich, das muss ich mir jetzt gar nicht mit Chrome oder Sumia holen. Das kann ich mir für jemand anderen aufheben, mache ich auch. Ich gehe mit denen dann hier hin und werde eben hier, nicht warten, jetzt wäre ich fast auf warten gegangen, wechseln zu Chrome, der übrigens auch gar nicht voll geheilt ist. Aber ich kann ja ihm ein Item, also das Heilmittel von Sumia übergeben und dann das benutzen. Das funktioniert ja, ne? Ich glaube schon, das dürfte klappen. Aber man kann den Chrome da eigentlich dann sterben, ist die andere Frage, wenn er von genügend Gegnern angegriffen wird. Wir sind ja nämlich wirklich sehr viele Gegner. Er kann von 4 Gegnern angegriffen werden. Was hat er für eine Verteidigung? Dann, warte mal. Verteidigung von 10. Und was war Resistenz? Resistenz war auch, okay, beides ist 10. Also würde hier 10 Schaden und 9 Schaden und 5 Schaden und 7. Was nochmal? 10, 9, 5 und 7. Dann wäre er tot, wenn er von allen getroffen werden würde. Aber das werden die, glaube ich, nicht machen. Weil ich meine, gerade eben hätten die ja Sumia auch schon killen können. Aber sie sind ja trotzdem zu Anna gegangen. Deswegen, ja, Chrome ist dann auch ziemlich safe. Also selbst wenn er von allen, also wenn er von allen getroffen werden würde, wäre er tot, ja. Aber die müssten erstmal alle treffen. Die gehen wahrscheinlich eh eher auf Anna, wie ich die vom die Gegner einschätze. Deswegen, nee, jetzt, ich wäre fast wieder auf Warten gegangen, zum Teufel. So, Chrome darf dann. Ja, genau, er darf auch nicht warten. Er will ja noch tauschen. Und zwar eben ein Heilmittel soll er bekommen. So. Und das wird er noch gleich benutzen. Das Heilmittel verwenden. Jo. Okay, passt, perfekt. So. Dann die anderen ziehen eben ein bisschen nach und am besten geht auch, bleibt auch Sally vorne. Die kann ja auch hier von nicht arg vielen Gegnern getroffen werden. Hier, ich markiere mal vielleicht die beiden hier. Aber die kann doch eh nicht getroffen werden. Genau, passt schon. Und die unteren sind auch noch alle viel zu weit weg. Also die sind noch gar keine Bedrohung hier, solange ich dann nicht in die Nähe komme. Die bewegen sich wahrscheinlich auch erst wieder vor, wenn ich in ihre Nähe gehe. Deswegen, die sind erstmal kein Problem. Okay. Gehen also die beiden hier hin. Ich weiß nicht, wäre es vielleicht sogar klüger, jetzt die beiden zu trennen, dass sie dann jetzt gleich individuell angreifen können und ich schneller zu Anna vordringen kann. Ich weiß nicht, ob das besser wäre. Ich meine, wenn ich mich trenne, habe ich halt in der Offensive ein bisschen mehr zu sagen, weil ich dann eben mit zweimal angreifen darf. Aber dennoch ist eine Kombination natürlich auch immer etwas Schönes. Ne, ich bleib mal kombiniert, aus Sicherheitsgründen. Ich bleib mal kombiniert, passt schon. So, dann das hier holt sich mal schnell Donald, würde ich sagen. Jupp. Puh, so ein bisschen Zusatzübung ist härter als ein Tag auf dem Acker. Erfahrungspunkte. Ah, nee, Waffenfertigkeit, ja, ist auch in Ordnung. Dass er dann bald endlich mal auch. Ach, stimmt, ich will mal die Engelsruhe mit ihm ja einsetzen, eigentlich, ne? Das habe ich jetzt irgendwie immer vergessen, muss ich zugeben. Das will ich ja eigentlich mal machen. Aber ich meine, das steht ja eigentlich dauerhaft. Aber ich denke schon, dass dieses dauerhaft eben nur für diese eine Schlacht gilt. Aber das weiß ich noch nicht sicher. Aber es würde mich wundern, wenn es für mehr als eine Schlacht gelten würde. Naja. Muss ich in der Runde eigentlich irgendwen heilen? Ja, Donald könnte ich theoretisch um 1 KP heilen, aber das ist nicht der Rede wert. Dann schicke ich ihr die anderen einfach noch weiter nach vorne.
hier hin, den Bonzu, genau, dann die Maribel hier hin. So, keine Kombi. Und euch schicken wir dann einfach hier hin. Okay. So, jetzt Anna. Bitte überlebe irgendwie. Nein, ne. Ausweichen, bitte ausweichen. Okay, gut, das war wichtig. Ja, das ist nicht so wichtig, dass du dem. Also, wäre zwar auch schön, ne, aber das ist gar nicht mal so wichtig, dem auszuweichen, glaube ich. Aber sie muss aber. Ach, das ist blöd. Ja, die wird sterben. Die Anna, die wird sterben. Die wird ziemlich sicher sterben, glaube ich. Okay, das trifft aber auch nicht sehr gut. Und der andere. Ich glaube, ein anderer kann sie auch noch angreifen, ne? Der da. Ah, ne, okay, der greift aber nicht an. Warum greift er eigentlich sich selber immer an? Ach, du hast doch ein Heilmittel. Aber kritischer. Ja, und sie steht. Aber jetzt steht sie wieder im Wald, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie jetzt wieder im Wald steht, genau. Also jetzt dann gleich in der nächsten Runde wird vielleicht ein bisschen mehr durchhalten. Und jetzt komme ich ja auch schon hier in die Nähe. Ich kann aber immer noch niemanden angreifen. Dann ja, doch kann ich schon, mit dem Langspeer nämlich. Aber es gibt eben Bogenschützen, auf die ich noch aufpassen muss, ist klar. Und ich glaube eben schon, dass wenn ich hier mit Sumia in die Nähe vom Bogenschützen gehe, dass sie dann schon klug sind und dann schon auch Sumia angreifen werden, schätze ich jetzt mal. Also aufpassen muss ich immer noch. Aber sie steht jetzt wenigstens wieder im Wald. Aber jetzt kann sie halt von den allen 5 Leuten dann gleich angegriffen werden. Warum hat jetzt eigentlich der nicht angegriffen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich finde es gut so auf jeden Fall. Es ist aber nicht einfach, die Anna hier zu retten. Ich hätte schon, ich hätte mich da am Anfang ein bisschen mehr beeilen sollen. Aber ich dachte, dass sie auch klug wäre und auch mal ihre blöde Mixtur einsetzen würde. Das würde nämlich einiges helfen, anstatt immer auf die Fresse anzugreifen. Vor allem, weil sie mir dann auch Erfahrungspunkte wegschnappt, die blöde Kuh. Und das macht sie aber leider nie. Ach man, ey. So, und hier ist überall der Wald leider im Weg. Deswegen ich da mich dann nicht weiter nach vorne bewegen kann. Das ist sehr ärgerlich. Ja gut, ich muss natürlich bedenken, dass die Bogenschützen ja auch nicht so weit laufen können wegen dem Wald. Wie kann der gehen? Ja, aber trotzdem können mich hier überall treffen, ne? Also egal, wo ich hier hingehe, selbst wenn ich den Typen angreifen will, dann können mich beide Bogenschützen dann treffen. Und ich meine, selbst einer ist ja schon für Sumia zu viel, ne? Weil das habe ich hier mir ja ausgerechnet, dass ein einziger Bogenschütze die gute Sumia schon umbringen könnte, ne? Ich glaube schon. Sie hat eine Verteidigung von 7. Und wenn ich noch... Ja gut, welchen Walchi hat sie eine Verteidigung von 8. Aber der macht dann eben 9 Schaden. Und das mal 3 ist auf jeden Fall deutlich zu viel. Deswegen, es würde dann sterben, wenn die dann treffen würden, natürlich, ja. Aber so ein Risiko würde ich jetzt auch nicht eingehen. Das war trotzdem natürlich blöd, weil ich würde nämlich schon ganz gerne jetzt in der Runde auch zumindest den ersten schon angreifen. Wie viel Schaden würde denn Sumia dem mal so theoretisch machen? Ja gut, ich meine, ich muss ja eh erstmal, ich kann ja noch gar nicht angreifen, weil ich ja noch die, den Langspeer hin und her switchen müsste. Das ist sehr kompliziert alles. Was ich natürlich auch noch machen könnte, ist, dass ich irgendwie bei den beiden Kombis hier, bei Sully und Stahl und Chrom und Sumia, ein bisschen was hin und her switche. Dass ich also mit denen hier hingehe und dann Sully zu Chrom rübergebe. Dann Chrom hier hinläuft mit Sully gemeinsam und dann haben wir eben die Kombination Chrom, Sully und Sumia Stahl. Und Chrom und Sully gehen dann hier hin und Sully greift dann hier mit dem Langspeer den an. Dann kann ich schon mal denen ein bisschen Schaden machen. Aber töten könnte sie ihn auf gar keinen Fall, das ist klar. Deswegen würde das wirklich so viel bringen, ist die andere Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, gar nicht unbedingt. Und deswegen lasse ich das dann, glaube ich, auch wirklich eher sein. Aber ich muss halt jetzt auf die Anna echt aufpassen. Sie steht zwar jetzt im Wald eben, wie gesagt, und wird da halt unwahrscheinlicher getroffen werden von den Gegnern. Aber ich habe bisher eh schon ziemlich viel Glück gehabt, weil die eh häufig nicht getroffen haben, die Gegner. Aber dennoch, das ist natürlich alles blöd. Also, ich weiß nicht genau. Wenn sie jetzt die nächste Runde noch überleben wird, dann kann ich ziemlich sicher sie retten danach. Weil ich dann die anderen hier schön hinschicken kann, weil ich ja vor allem sie dann auch ansprechen kann mit Chrom. Stimmt, das ist natürlich auch ganz cool, dass ich sie dann ansprechen kann und dann einfach ich selber die Kontrolle über sie habe und dann kann ich einfach mit ihr weglaufen oder so, weil sie auch 7 Felder gehen kann und dann eben kann ich auch das Heilmittel mit ihr mal benutzen, weil die ja dafür zu blöd ist. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich dann eben in der nächsten Runde sie auf jeden Fall ansprechen will. Aber das muss mir natürlich auch gelingen. Ja, das muss mir auf jeden Fall gelingen, dass ich die nächste Runde anspreche, das ist klar. Aber ich muss nochmal überlegen, es gibt da bestimmt noch irgendwie eine andere Möglichkeit, wie ich da jetzt noch hier hingehen kann und den Typen gleich mal angreifen kann. Das geht bestimmt irgendwie, wenn ich wieder so hin und her switche oder sowas. Irgendwie kann man es bestimmt schaffen, wenn ich da eben jetzt hin und her switche, wie gesagt. Mir fällt nur keine wirklich günstige Möglichkeit. Ja, nee, aber ich... Ja, ich weiß nicht genau. Nee, ich glaube doch, dass es nicht geht. Ich könnte... Nee, es klappt, glaube ich, alles nicht. Ja, dann stelle ich jetzt einfach Chrom. Ich stelle mal dann Chrom hier hin.
Ich muss aber in der nächsten Runde echt unbedingt schaffen, sie anzusprechen. Wo würden sie dann sie in der nächsten Runde hinlatschen? Ich hoffe, dass sie jetzt dann nicht auf die rechte Seite weit geht, weil ich ansonsten da nicht mehr hinkomme. Ich will jetzt nicht hier nach oben gehen, weil da wäre zwar nicht so viel Wald im Weg. Das ist zwar richtig. Aber wenn sie jetzt dann gleich auf die rechte Seite hier wieder etwas weiter geht, in der nächsten Runde, wenn sie wieder angreifen darf, die gute Anna, dann komme ich da nicht mehr zu ihr hin. Deswegen würde ich schon lieber hier hingehen, weil ich hier etwas zentraler stehe, auch wenn hier der Wald überall im Weg ist. Ich würde auch echt gerne zu Sunja eigentlich wechseln, aber kann ich halt nicht wirklich. Leider, weil die Bogenschützen hier im Weg sind. Das ist halt das Nervige. Vielleicht wäre es... ja, das kann ich natürlich schon machen. Dass ich doch Sunja und Sally hin und her wechseln lasse. Und dann eben Sally hier vorne stehen habe, die zumindest ein bisschen weiterlaufen kann als Chrom. Zwar nicht so weit wie Sunja, weil hier überall Wald ist, aber zumindest etwas weiter, weil Sally würde ja hier... Ich meine, Sally hat ja auch eine sehr gute Verteidigung, wenn die auch mit Chrom eine Kombi eingeht zum Beispiel. Was, wenn ich jetzt hier Tausch mache? Ja, kann ich die Werte aber nicht sehen. Also die Werteveränderung kann ich nicht sehen. Ja, ich müsste auch erst wechseln übrigens. Hier so, oder ich schicke den Stahl zu Chrom. Das geht natürlich auch. Das wäre wahrscheinlich sogar besser, weil Stahl eh eine höhere Verteidigung hat als Sally. Ah ne, die haben eine Gleichhohe sogar. Ah, die haben sogar eine Gleichhohe, echt? Okay, das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass Stahl eine höhere hätte. Ah, die haben sogar eine Gleichhohe. Okay. Ja, da habe ich aber auch ein bisschen Angst, wenn Sally vorne ist, weil Sally könnte nämlich schon dann auch einigermaßen leicht vielleicht getötet werden. Ich weiß nicht genau, aber dennoch finde ich es ganz gut, wenn ich jetzt mal auf jeden Fall, die hier wechseln lasse. Das mache ich auf jeden Fall mal. Dass ich jetzt Sunja zu der also dass ich jetzt eben Sunja zu der anderen Kombi gebe. Das will ich jetzt schon mal machen, weil das ist, glaube ich, ganz gut. Ich stelle die hier hin, dass sie auch einigermaßen in der Nähe sind oder sogar oben hin. Von denen kann die oben alles getroffen werden. Nur von dem hier, oder? Nur von dem einen. Ja, okay, dann stelle ich sie sogar oben hin. Obwohl da auch Wald ist. Ne, dann stelle ich sie eher hier hin. Weil sie da ein bisschen näher dran sind am Geschehen. Ja, okay. Dann stelle ich die beiden hier hin. Na, halt nicht hier hin, sondern hier hin. Ich tausche dann Sally mit Sunja. Ja, dann sind Chrom und Sally eine Kombi und die laufen dann ein bisschen weiter nach vorne. Und dann kann ich in der nächsten Runde eventuell, wenn ich dann mit Chrom gezogen bin, noch zu Sally wechseln. Aber ich muss es nicht machen. Ich kann auch einfach Chrom vorne lassen. Die haben zwar natürlich dann auch keine... Ich meine, Chrom verliert dann natürlich einige coole Werte, die er von Sunja bekommen hat, wie Geschwindigkeit und sowas. Dass er dann zweimal angreifen darf. Das darf er nämlich wahrscheinlich danach nicht mehr. Das ist richtig. Aber dennoch mache ich das jetzt mal. Ja. So. Die dürfen sogar noch was machen. Also Stahl darf noch was machen. Ich kann sogar nochmal... Ich kann nochmal wechseln. Und Sunja nach vorne hauen, echt. Das ist ja auch interessant. Okay, dass man da so viele Möglichkeiten hat, ist echt heftig. Aber ich mache erstmal nichts mehr, würde ich sagen. Das passt, glaube ich, so. Ich will ja Sunja nicht vorne haben, weil ansonsten die von den Bogenschützen getroffen werden könnte. Deswegen, ich lasse den... Ja, warte mal, könnte sie von den... Nee, könnte sie nicht, ne? Sie kann nicht getroffen werden von denen. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, kann sie nicht. Ne? Wenn ich hier mit Sunja... Das habe ich ja gar getestet. Ja genau, wenn ich mich hier hinstelle, kann ich nur von dem einen physischen Angreifer getroffen werden, mit der Axt da. Aber die Bogenschützen können mich hier nicht treffen. Ne? Ich mache jetzt wieder einen großen Fehler wahrscheinlich. Aber ich habe mir das doch gerade überlegt. Ich kann es nicht mehr überprüfen, nämlich. Ich muss jetzt eine Entscheidung hier treffen. Bevor ich wieder mir das Schlachtfeld angucken darf. Aber ich habe hier das doch überprüft. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, der Bogenschütze kann nicht rankommen. Ne, es passt alles. Ne? Ja. Sunja kann hier nicht getroffen werden von irgendwie. Und sie kann weiter ziehen. Dann lasse ich sie vorne. Ist das ein Fehler? Das passt, glaube ich, ne? Ja, genau. Sie kann nicht getroffen werden. Und der da oben eh nicht. Okay. War richtig. Gut, passt. So, dann eben Chrom geht hier ein bisschen näher ran. Was ist, wenn ich jetzt zu Sally wechsle? Dann hat sie eine Verteidigung von 10. Oder sogar von 11, wenn ich hier im Wald stehe. Das heißt, sie würde von dem hier 9 Schaden bekommen. Na gut, von Magier könnte sie auch getroffen werden. Der würde ihr einiges an Schaden mitgeben. Und der könnte sie sogar auch treffen. Also 10 Verteidigungen hat sie. Dann hier 7 und 10 und 7... Und das war's, glaube ich, eh schon, ne? Ja, okay, nee, ich muss Chrom nach vorne packen. Leider, das geht nicht ganz anders. Ja, lassen wir Chrom vorne. Ist auf jeden Fall deutlich sicherer. Ja, passt. So. Dann die anderen hat sehr lange gedauert hier, ich weiß, aber ich muss es auch gut überlegen, weil ich die Anna auf jeden Fall retten will. Das Glitzer-Ding, sie mit hol ich mir eigentlich das. Mit, weiß nicht, mit Mary Bell einfach, weil sie hier in der Nähe ist einigermaßen. Die kann auch hier von niemandem getroffen werden, genau, das passt. Deswegen, da stehe ich die hier hin. Und benutze es mal kurz. So, schauen wir mal kurz, was da ist. Ja, wir schauen mal schnell. Ich habe noch ein wenig extra geübt. Ich scheue mich nicht vor zusätzlicher Arbeit. Und wieder Waffenfertigkeit. Okay, cool. So, und die anderen dürfen dann auch eben alle ein bisschen mehr nachziehen. So, zack. Und du gehst mal hier hin.
Ja, nee. Hier hin. So, und auch die dürfen nachziehen. Und halt. Und hier so. Okay. Und los. So, bitte Anna überleben. Ja. 44% nur. Komm schon. Nein! Ah, das tut weh. Oh nein, oh nein, oh nein, nein, oh nein. Anna, bitte, komm, überleb. Bitte, bitte, bitte. 46, oh nein, komm, bitte. Mein Herz. Aber die muss noch so viele Angriffe überstehen. Aber der trifft nicht so wahrscheinlich, oder? Ja, 38 nur. Komm schon, bitte. Danke. Oh mein Gott, Alter. Mein Herz, Leute. Mein armes Herz. Und da darf nicht alle gehen ins Dorf. War ich da jetzt zu lang? Ah, der darf noch... Was zum Teufel? Aber okay, 15 nur. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Okay, Anna hat überlebt. Ja, gut. Gut, sie hat noch nicht überlebt, weil sie greift jetzt noch selber wahrscheinlich an die blöde Kuh und wird dann durch den Konter sterben oder so. Ich sehe schon kommen. Wehe. Bist du eigentlich doof? Okay, aber 25% nur. Und eh kritischer. Okay, alles klar. Komme ich jetzt ins Dorf eigentlich noch rein? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Habe ich das verschissen mit dem Dorf? Ich habe schon das Gefühl. War ich da zu langsam? Ja, es ist nämlich eingeklammert. Und ich komme da jetzt offenbar nicht mehr rein, weil der eine da jetzt schon war. Okay. Das war jetzt doof. Warum ist jetzt eigentlich Anna so weit weggegangen, dass ich jetzt nicht mehr zu ihr hinkomme? Das war mir jetzt nämlich schon klar, dass sie das machen würde. Und dass ich jetzt nämlich nicht mehr mit Crom zu ihr hinkomme. Ach, jetzt muss er wieder irgendwie dann wieder anders hin und her wechseln oder sowas. Dass dann Crom gleich... Ja, ich komme aber auch mit Sunja nicht hin. Ach man, ey. Ich komme in der Runde, glaube ich, nicht dazu, sie anzusprechen. Das kann nicht wahr sein. Und ich komme auch nicht dazu, die anderen alle zu töten, die hier noch sind. Das schaffe ich, glaube ich, auch nicht ganz. Ach, ja, ja, ist das eklig. Ist das eklig, Mann, ey. Die blöde Anna. Und das mit dem... Ich weiß nicht genau, was ich bei dem Dorf jetzt bekommen hätte. Mir wurde gesagt, dass ich da Items bekommen kann. Sowas unserer Verbündete vielleicht. Deswegen, das war wahrscheinlich auch ein Fehler. Da können wir auch gerne schreiben, was ich da in dem Dorf hätte bekommen können. Tolles. Oder ob das vom Zufall abhängt oder sowas. Und ob ich dann die Mission auch nochmal neu starten soll, weil ich das mit dem Dorf verschissen habe. Das kann ich dann schon auch mal, dass ich nochmal neu starte, weil ich jetzt beim zweiten Mal eben schon viel besser Bescheid weiß, dass er wirklich schnell nach rechts oben gehen muss zu Anna und zum Dorf hin, weil ansonsten die ganzen Gegner hier ja halt Anna und dem Dorf zu große Probleme machen. Naja, auf jeden Fall. So, kann ich es jetzt irgendwie schaffen, dass ich Crom zu Anna bringe? Ich meine, es wirkt erstmal nicht so, als könnte ich das, aber es geht bestimmt irgendwie. Mit hin und her switchen und so einem Quatsch. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt? Ja, das Problem ist, dass halt selbst Sunja da nicht weit genug hinkommen kann und auch sie nicht mal in die Nähe von Anna kommen kann. Also weder halt hier noch hier hin. Weil dann wird es vielleicht irgendwie gehen. Aber so sehe ich momentan keine wirklich coole Möglichkeit. Oder ich check's halt nicht. Kann natürlich auch sein. Was ist denn, wenn ich... Ah, das ist alles, das ist total tricky. Jetzt, man kann es bestimmt irgendwie schaffen. Ich bin mir relativ sicher, dass man es irgendwie schaffen kann, dass man jetzt Crom mit hin und her tauschen irgendwie da nach oben bringt, dass er dann gleich die Anna anquatschen kann. Dann habe ich die und dann benutze ich einfach die Mixtur von ihr und dann war es das. Das geht, irgendwie geht es mit Sicherheit, mit hin und her tauschen. Irgendwie klappt es bestimmt. Ich check nur nicht, wie. Ihr kann natürlich die Rettung noch irgendwie einsetzen oder sowas. Und dann... dadurch Crom vielleicht etwas näher ranbringen. Aber ich weiß nicht genau, in welche Richtung die Rettung einen dann eigentlich hinbringt. Und vor allem, wenn ich Maribel hier in die Mitte reinstelle, ist wahrscheinlich auch nicht so cool, weil ich dann gleich sterben wird. Da muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich nicht die, ja nicht meine ganzen schwachen Einheiten da jetzt in die Nähe reinstelle. Ja, dass sie dann von den anderen Typen da angegriffen werden können. Jetzt warte mal, irgendwie muss es eine Möglichkeit geben. Das Problem ist, dass Crom vorne steht. Wenn Crom nicht vorne stehen würde, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen besser und leichter zu schaffen. Aber so... Oh Mann, das regt mich jetzt auf, dass ich das nicht hinbekomme, dass ich da die Anna ansprechen kann. Ja, ich weiß nicht, soll ich da jetzt einfach nochmal halt eine Runde gezwungenermaßen abwarten müssen? Ich kann natürlich den hier, kann ich sehr einfach umbringen. Aber das Problem ist halt, dass der obere Bogenschütze überleben wird. Und dass er jetzt dann gleich nochmal einen Zug hat, und Anna steht auch nicht im Wald. Dass er jetzt dann gleich noch einen Zug hat, um die Anna umzubringen, und wie ich mein Glück kenne, wird er... Ja gut, ich hatte in der Mission ziemlich viel Glück, was Anna angeht. Die hat häufig ausweichen können. Ich bin mir relativ sicher, dass er dann... dass er dann sie treffen wird. Kann man eigentlich mit Maribel zum Beispiel, könnte ich, wenn ich da jetzt in ihre Nähe irgendwie kommen würde, könnte ich dann die Anna heilen oder retten? Würde das gehen? Weil das kann ich nämlich schaffen. Ah, nee, kann ich nicht schaffen.
Oder könnte ich? Doch, irgendwie geht es. Ja, doch. Doch, das geht. Das geht schon sogar. Glaube ich. Weil ich könnte nämlich Lonzu mit ihr kombinieren. Dann hier hingehen. Wechseln. Dann Maribel und Sumia austauschen. Dass dann Chrom und Maribel eine Kombi am Laufen haben. Dann schicke ich Chrom hier so nach oben. Aber ich meine, gut. Das Problem ist halt, dass man immer nur heilen kann mit Reichweite 1. Aber die Rettung könnte ich vielleicht irgendwie benutzen oder so. Aber es ist ja auch Käse. Ich wünschte, ich hätte eine Heilung, die auf zwei Felder geht. Das wäre cool. Ja, ihr merkt schon, ich überlege hier die ganze Zeit, wie man das jetzt mit Hin- und Hertauschen schaffen könnte. Aber dafür ist jetzt mein Fire Emblem-Gespür noch nicht groß genug, um da jetzt mir etwas einfallen zu lassen. Vielleicht geht es auch doch nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass es geht. Dass man irgendwie die retten kann. Oder was ist retten? Dass ich halt irgendwie sie jetzt schon ansprechen kann mit Chrom. Wisst ihr was, wir machen es mal folgendermaßen. Der Part ist ja jetzt eh schon, wir haben ja schon eine halbe Stunde erreicht. Genau, ich beende mal den Part. Und wir werden dann inzwischen den Parts nochmal das genau überlegen, wenn ich hier nicht während das noch labern muss. Ob mir eine Möglichkeit einfällt, wie ich da jetzt noch nach oben komme. Und falls nicht, wie ich dann ansonsten vorgehe. Dass ich eben noch möglichst viele von den Feinden hier besiege. Also ich meine, das dürfte also ich kann auf jeden Fall, ich kann zwei von denen wahrscheinlich besiegen. Weil den Magier kann wahrscheinlich Sumia umbringen, schätze ich mal. Ja, locker. Und Chrom kann eben dann noch einen der Bogenschützen, also fertig machen, den hier. Aber einer wird halt übrig bleiben. Wahrscheinlich der, weil zu dem komme ich ja gar nicht hin, zu dem da oben. Oder schafft es Sumia? Ja, Sumia kommt sogar zu mir hin, was zum Teufel. Und sie können sogar auch instant killen. Aber der Magier kann ja auch zu Anna hinkommen, das ist halt das Problem. Ja, aber ich werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen und mir auch mal überlegen, ob ich es mit Chrom irgendwie schaffen kann, da nach oben zu kommen, zu Anna und mit ihr zu reden, werden wir schon noch sehen. Okay. Ich würde das erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Awakening. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir dann diese Mission hier wahrscheinlich schon abschließen werden, weil viele Gegner fehlen ja nicht mehr, die da oben halt noch und dann halt noch die letzten vier da unten. Und das dürften wir eigentlich, ja, ich lasse mal markiert. Und das dürften wir eigentlich, glaube ich, dann noch ganz gut hinbekommen. Wenn wir, ah, da ist übrigens auch, was macht der da eigentlich zum Teufel? Was macht der da? Keine Ahnung. Naja, werden wir schon noch sehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.